Ja, ich glaube, das ist es. Nicht kompliziert. Material wird trotzdem ordentlich gebraucht. Läuft. Gut, dann bräuchte ich mal ein Blueprint. Beziehungsweise fällt euch noch was ein. Ich trinke mal schnell ein Stückchen Kaffee. Haben wir nicht irgendwas Kleineres zum Forschen? Transportmenge, naja, Geschwindigkeit wäre halt interessant, ne, aber naja. Ah, hier, guck mal, da brauchen wir die Lilanen nicht. Für die Module. Ja, pass auf, dann machen wir die Module erstmal weiter. Also die beiden hier zumindest. Hier würde auch gehen. Ja, okay, wir haben doch noch ein paar Sachen gefunden, sehr schön. Können wir nebenbei doch noch so ein paar Materialien verschwenden. Aber ich denke, das hier passt soweit. Ah, Kiste, ja, danke, genau, das war's. Lagerkiste, ja, ich würde schon eine passive Anbieterkiste nehmen, glaube ich. Da brauchen wir nochmal Stahlkisten. Also wir brauchen Stahl, okay. Check. Ich meine, es geht auch mit der Lagerkiste, aber wir machen das mal. Schon mal in weiser Voraussicht. Wie gesagt, wir machen nur eine Kiste pro Mauerabschnitt. Das sollte auf jeden Fall reichen. Was uns natürlich noch fehlt, sind massenweise hier Dingens. Roboter. Ach stimmt, wir haben die gelben Kisten. Dingens auch gar nicht. Ja, stimmt, da war was. Weißt du was, wir forschen jetzt einfach irgendwas. Hier. Die 150 sollten wir haben. Stimmt, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass wir die gelben noch gar nicht haben. So, Kisten. Ach, da in. Ich finde die Dinger nie, ne? Ist der Wahnsinn. So, wo stellen wir sie hier hin? Hier irgendwo. In der Nähe vom Hangar. Ja. Einfach in der Mitte. Und hier machen wir das genauso. Fertig. Und was sagen die jetzt? Ja, okay. Es ist kein Strom da. Deswegen erkennt er auch das Ding hier nicht. Wahrscheinlich, schätze ich mal. Okay. Dann hätten wir das soweit. Stromtechnisch anschließen werden wir sie nachher mit diesen fetten Strommastgeschichten hier. Das sollte hinhauen. Gut, dann machen wir jetzt einen Blueprint. Hier müssen wir einen Block nach vorne gehen. Genau, da haben wir alles drin, glaube ich. Jo. Kacheln brauchen wir natürlich. Zack, richtig. Ich packe die erstmal hier rein, weil die werden wir gleich in Masse brauchen. Was wir gerade nicht brauchen, ist das hier. Schmeißen wir es mal weg. Blöd ist, dass man hier den Namen von dem Teil nicht sieht, ne? Aber man erkennt es ja relativ schnell beim Rüberfahren. Aber das ist okay. Gut, dann brauchen wir noch einen. Zack. Ja, das müsste hinkommen. Ja, sieht so aus. Dann brauchen wir die Kachel noch. Zack. Ja, easy. Dann können wir auch... Na, ich lasse den Kram hier erstmal stehen. Und bevor wir jetzt irgendwelche Dinge tun und irgendwas aufbauen, werden wir uns mal eben noch ein paar Batterien organisieren. Und ich befürchte, dass die Batterien, die wir noch da haben, gar nicht ausreichen werden. Das wird jetzt auf jeden Fall ein Megaprojekt. Hier jetzt das Verteidigungssystem zu bauen, ja... Das wird dauern, weil wir brauchen hier richtig viele Ressourcen. Wie viele kriegen wir noch zusammen? Ich habe keine Schaltkreise, dann lassen wir das. Okay. Ich überlege gerade, ob wir so ein halbautomatisches Produktionsding dafür bauen. Und zwar werden wir das genau hier hinstellen, weil das nachher sowieso wieder wegkommt. Da brauchen wir nur so eine Montageanlage, obwohl Freitag ist. Und das Ding sollte uns dann die Kisten hier herstellen. Jetzt brauchen wir noch eine Kiste, ne? Oder zwei. Genau, Input, Output. Greifarme haben wir auch gar nicht mehr, ne? Naja, nicht wirklich.
gut, die Batterien können wir schon mal reinschmeißen. Ja, Stahl kann auch rein. Und das andere waren die Schaltkreise, ne? Ja, genau, den machen wir gleich. Oder holen wir gleich, besser gesagt. Jo. Und vor allem brauchen wir eine ordentliche Menge Stahl. Die ist auf jeden Fall gegönnt. Ich sammle ja lieber zu Fuß ein, ehrlich gesagt, ne? Jo, bis später, NX-Fehler. So, dann gönnen wir uns nochmal eine Portion Stahl, würde ich sagen. Okay, wenn wir hier stehen, bringt das nicht so viel. Das ist wie auf so einer Stahlwelle surfen irgendwie. Na gut. Gut, dann können wir das da reinschmeißen, das da reinschmeißen. Ich denke, wir brauchen noch ein paar mehr von diesen Schaltkreisen, ne? Wie viel braucht so ein Turm? Ja, holen wir noch was. Und wir können gleich mal nebenbei gucken, ob wir nicht noch schon mal so ein paar Roboter zusammenbekommen in irgendeiner Weise. Da brauchen wir sowieso diese Motorteile. Wenn das Ding nicht langsamer arbeiten würde, hätte ich gesagt, wir lassen das einfach so. Aber okay. Ja gut. Es sind ja 200er Stacks, das sollte gehen. Ja, Forschung lassen wir erstmal sein. Dann brauchen wir jetzt die Roboter, genau. Logistik. Wir brauchen zum einen die Bauroboter, um den ganzen Kram aufbauen zu lassen. Und dann brauchen wir halt hier die Logistikroboter noch, ne? Und nee, warte mal, die Bauroboter, die sind doch fürs Reparieren da, nicht wahr? Ja, doch, klar. Baut und repariert, richtig. Dann brauchen wir da diese Flugrobotergestelle. Und die brauchen Stahl, auch nochmal Batterien, Schaltkreise und die Elektromotoreinheiten. Da brauchen wir so ein Ding für. Ne, 6 und der hat... Ah ne, der hat ja 4. Warte mal, die haben doch 4. Ja, 1, 2 oder 4. Okay. Und dann reicht das ja doch. Die Produktion setzen wir einfach hier mit runter. Und dann sollten wir auch dann erstmal demnächst genug haben. Eigentlich reichen hier auch Eisenkisten, total Wumpe. Hauptsache, wir haben irgendwas, um die ganzen Sachen hier zwischenzulagern. Und wir brauchen wieder Greifarme. Ja, und der restliche Kram wie Mauern können wir selber herstellen. Lampen genauso. Und Beton wird da schon hergestellt, hier in der Kiste da. Nicht mehr lange. Gut, wir haben noch einen Eisengedönsrest. Sehe ich gerade. Oh, verdammt. Genau, hier. Den werden wir mal in Beschlag nehmen. Wie viel ist das? 168. Wahnsinn. Naja, aber von nichts kommt nichts. Und für die Steine reicht das erstmal wieder, glaube ich. Leben am Limit. Die Level 3 Montageanlagen. Die, ja, da haben sie irgendwas mitgemacht, ne? Ja, genau, die Geschwindigkeitsmodule, das war früher nicht, ich erinnere mich, ja. Gut, können wir hier so ein bisschen wegbauen, den ganzen Kram. Jupp, läuft. Ja, wie gesagt, hier das restliche Eisen, das ist für den Kollegen hier. Und was wollte ich machen? Ach ja, genau, die Greifarme müssen da noch hin. Einmal Input, einmal Output. Und hier wollten wir herstellen die... Ja, nicht die Roboter selber, sondern... Genau, wir wollten... Ach, nicht, halt, ich brauche ja noch eine. Wir wollten ja erstmal die Flugrobotergestelle herstellen, genau. Wie gesagt, das wird einfach nur so ein bisschen semi-automatisch gemacht. Und für die Roboter brauchen wir dann nur noch mal ein paar Schaltkreise mehr. Also brauchen wir noch eine Kiste mehr. Die kommt dahin, ups. Und hier haben wir den Output wieder, richtig. Genau, dann bauen wir hier Stahl, Batterien und die ollen Kollegen. Die Teile, die können wir uns von oben irgendwo wegsnacken. Ich gehe da mal eben zu Fuß hin, weil da so viel Kram ist.
Aber die sollten hier irgendwo rumfliegen. Vermutlich hier ganz links. Wobei, ne, die fliegen da. Da. Genau. Das ist Munition. Oder die fliegen nicht rum, weil kein Öl da ist. Wo waren das nochmal? Hier, genau, das ist wieder der Knackpunkt. Deswegen brauchen wir Öl überhaupt. Verdammt. Na, da. Die Schmierstoffe brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur die Teile, die hier gebaut werden. Aber das Problem ist, dass da gerade nicht viel geht. Was wir da alternativ machen können, da wir die Dinger eigentlich nicht brauchen gerade, könnten wir mal gucken, dass wir hier so einen kleinen Cut setzen. Weil hier und da kommt da ja doch nochmal einer durch, glaube ich. Gut, aber wir können schon mal anfangen, andere Dinge zu tun. Müssen wir halt warten erstmal. Wir können parallel noch genug Sachen machen und auch... Eigentlich ist es total Wumpe, weil wir können auch später anfangen, die Roboter reinzuschmeißen. Wichtig ist, dass das Zeug nachher erstmal da rumsteht. Genau, und dass wir hier genügend Türme bekommen. 11 Stück, okay, das dauert doch ein bisschen was länger. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja. Beton ist auch da. Wisst ihr was? Wir fangen jetzt erstmal ganz stumpf damit an, diese Blueprints zu verteilen. In der Zeit kann hier ein bisschen was passieren. Warte mal, was hatte der jetzt noch? Das war das mit den roten Teilen, ne? Ja, genau. Okay, dann müssen wir darauf halt warten. Wie gesagt, ist nicht so schlimm. Wichtig ist erstmal, dass wir hier diese Blueprints verteilen. Und schon mal mit Strom versorgen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit gehen wir? Wenn wir hier schon mal ansetzen, dann stoßen wir auf jeden Fall auf diesen Kollegen hier. Und ich wollte... Ah, ich habe eine Idee. Ich nehme nochmal eben schnell ein paar Granaten mit, um den Wald zu roden. Wir brauchen keine Geschwindigkeitsmodule dafür. Wir haben so viel Zeit, bis wir die Blueprints hier verteilt haben. Ist sowieso Weihnachten. Also da brauche ich keine Geschwindigkeitsmodule reinschmeißen. So, wir brauchen Granaten. Die sind hier zufälligerweise. Ja, Munition nehme ich auch mit. Gar kein Problem. Aber nicht so viel. Ach, Eisenplatten. So, jetzt habe ich's. Genau, Granaten, um den Wald aus dem Weg zu räumen. Ja, ich möchte die Basis halt erstmal noch nicht roden, weil ich dann genau weiß, dass die Viecher angreifen. Deswegen machen wir das so, dass wir die erste Mauer hier längs ziehen. Also hier hoch. Da ist auch nochmal Kohle. Okay, und da mit rein. Also da rum in gewisser Weise. Was ist hier? Nicht, dass es irgendwie sowas ist. Also wir schließen den Kollegen erstmal mit ein. Ja, und tun so, als wäre nichts. Problem ist nur... Ja, warte. Wir gehen genau hier vor dem Wald längs. Dann haben wir nur, also nur in Anführungszeichen, hier oben das Stück. Warte mal eben schauen. Na genau, dann haben wir hier nur so ein paar Probleme. Das sollte gehen. Ich möchte aber auch nicht direkt durchs Kohlevorkommen durch. Na gut, wenn wir ganz an die Kante rangehen hier, könnte das klappen. Und mal generell gesagt, da hier der Wald ist, brauchen wir auch gar nicht versuchen, da einen Turm mit reinzubauen. Cool wäre, wenn die Scheißviecher den Wald mitroden würden einfach, ne? Aber das geht nicht, oder? Egal, wir verteilen hier erstmal. Und dann ist der Rest erstmal ziemlich egal. Hier diese Mauer, die werden wir... Genau, das machen wir so. Und da ist schon wieder das erste Problem. Na, dafür lohnt es sich nicht unbedingt. So, machen wir es so. Genau, und hier dürfen wir auf jeden Fall schon mal die Granaten auspacken. Wie gehabt. Ist das schon die Basis? Ne, das ist ein Stein. Achso, die sind da hinten ja erst. Oh. Habe ich leicht verschätzt.
Zum Glück haben wir eben noch Granatenschaden erforscht. Das macht die Sache wesentlich angenehmer. Ich meine, wir könnten hier auch Roboter längs schicken, klar, aber... Nee. Dann müsste ich noch eine ganze Stromleitung hier längs ziehen und Dinge tun und... Nee. Da, oh. Das ist schon gefährlich, dich dran, ehrlich gesagt, ne? Dann bauen wir erstmal bis da. Dieses Ölfeld hier, das werden wir wahrscheinlich sowieso aufgeben. Ich weiß nicht, wie gut nachher noch die Reste sind. Ich meine, hier kommt ja noch ein bisschen was raus. Ja, aber... Mal sehen. Lassen wir uns überraschen. So, wir machen jetzt erstmal hiermit weiter. Yep. Und wie gesagt, hier brauchen wir keine Tore. Und wenn wir sie doch brauchen, können wir die Module ja austauschen in gewisser Weise. Ja, das geht ja auch. Ja, haben wir dieselbe Länge, nur die Breite ist natürlich eine andere. Machen wir das mal so. Genau, dann belassen wir es jetzt mal dabei. Das Einzige, was wir hier selber machen müssen, wäre zumindest einen Roboterhangar selber hinsetzen. Den Rest sollten sie ja dann bauen. Gut, und jetzt müssen wir in unserem verwurschtelten Logistiksystem irgendwo die Typen finden. Und wir müssen noch so eine kleine Lagerkiste vielleicht hinstellen, hier so oder so, damit die schon mal Kram haben. Da können die Mauern schon mal rein, da kann hier Beton rein. Oh, upsi, das vielleicht nicht unbedingt. Und da können... Ja, okay, der Gedanke zählt. Umspannwerke, stimmt, die können da auch noch mit rein. Richtig. Ja, ich denke, dann suchen wir mal unsere Roboter. Können wir auch von hier suchen. Wo habt ihr euch versteckt? Hatten wir nicht hier noch? Nee. Hier hatten wir was gemacht, ne? Ja, siehst du, da sind sie doch. Ja. Ich denke nicht, dass wir alle brauchen werden, aber so ein paar kriegen wir schon hin. Ja genau, Hangar müssen wir auch noch bauen. Warte mal, haben wir da das Material vielleicht gerade da? Nee. Nicht ganz, wir brauchen eigentlich nur die roten Schaltkreise und ein paar Stahlträger. Das sollten wir noch schaffen. Ah, ich nehme lieber von unten hier. So. Ja, wir brauchen noch einiges mehr. Wir nehmen auch gleich nochmal eben die übrigen Geschütztürme hier mit. Ah. Ja, machen wir es jetzt mal so. Passt schon. Ja, der tut Dinge, das ist okay. Ja, siehst du, guck mal, das geht auch einigermaßen zügig. Passt. Ja, und dann füttern wir einfach mal den ersten hier und dann gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich bauen die den Kram auf, würde ich sagen. Ja. Da. So, Geschütztürme gibt's nochmal. Ach so, da sind sie, genau. Licht können wir reinschmeißen, genau. Da können wir auch nochmal eben schnell ein bisschen was bauen. Ach so, der macht noch die anderen Teile. Ja, okay. Beton müssen wir so oder so noch nachschütten, aber das ist auch erstmal nicht so wild. Ich glaube, zum Reparieren würde auch in jedem zweiten Element so ein Hangar reichen. Aber wir machen jetzt jedes. Ja, das reicht, stimmt. Aber ist egal. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Weil ihr keinen Strom habt. Ich dreh durch. Okay. Dann legen wir da mal eine Stromleitung hin und dann jagen wir gleich wieder unseren Robotern hinterher. Die Dinger wollen mich echt verarschen. Wahnsinn. Ach so, weil das Ding nicht fertig ist, ne?
Okay, warte. Gib mir mal so ein Umspannwerk. Danke. Und dann brauchen wir da noch eins. Vielleicht kommt ihr ja wieder, wenn hier Strom ist. Mal gucken. So. Kannst mir zwar nicht unbedingt vorstellen, aber wer weiß. Ich meine, die Logistiksysteme hier, die sind ja nicht verbunden. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie wiederkommen, oder? Ach, ich sammle die eben ein. Die sind gerade so lahm. Wahnsinn, ey. Die Viecher sind halt echt ein bisschen blöd manchmal, ne? Oder wir, kann auch sein. Wie viele haben wir? 37. Zwei sind entwischt, aber die sind hier drin, oder? Ja, da ist einer zumindest. Und einer ist hier noch auf dem halben Weg. Okay, alles klar. Da. Ja, dann haben wir sie wieder eingefangen. Ja, auf die Viecher musst du echt aufpassen hier. Wenn die keinen Strom haben, dann streiken die einfach. So, jetzt haben wir relativ viel Kram wieder eingesammelt. Warte. Das kann rein. Der Turm kann rein. Okay, ja. Yep. Das soll das sein, ne? Ach, hier, Kisten. So, was wollte ich machen? Keine Ahnung. Vielleicht schon auf der anderen Seite anfangen. Oder sowas ähnliches. Oder wir gehen jetzt weiter nach unten. Das könnten wir auch machen. Genau, dann gehen wir erstmal unten rum. Radaranlagen müssen wir noch hinbauen. Aber ich möchte nicht in jedes Modul eins einbauen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Habe ich gerade noch eins? Oh, ich habe sogar 5 Stück dabei. Ja, easy. Pass auf, dann stellen wir da noch ein paar mit rein. Oder eins, keine Ahnung. Ne, Ecke bauen machen wir später. Bauen wir jetzt noch gar nicht. Wir müssen ja erstmal hier nach unten bauen. Und dann können wir uns nachher angucken, wie wir die Ecke machen. Ich denke nicht, dass wir dafür einen Blueprint brauchen, weil das ist relativ simpel. Ist das hier auch, ja, aber... Das sollte einigermaßen passen. Wir können ja hier unten eins hinstellen und oben wieder. Oder hier. Das können wir dann ja so nach Reichweite machen. Das hier reicht natürlich dicke erstmal. Dann brauchen wir erst hier oben dann wieder eins und hier unten. Ja. Also wie gesagt, wir werden den ganzen Laden hier weiträumig absperren. Also wir gehen einfach stumpf hier runter. Ja, wahrscheinlich irgendwo bis hier. Also, wird eigentlich Öl holen. Das wird noch ein bisschen was dauern. Nee, wir versuchen das jetzt mal einigermaßen zügig zu machen. Wie gesagt, wir brauchen ja nicht alles jetzt komplett zusammenbauen. Ach, da sind Steine dabei. Aber wir brauchen grob hier und da einfach so ein paar Türme. Und Steine gehen immer. Ja, das wird dauern. Vor allem, wenn wir kein Material reinschmeißen, ne? Das ist ja klar, glaube ich. Vielleicht werden wir doch grob einfach erstmal Geschütztürme reinhauen. Weil es ist halt nun mal so, bis wir mit diesem Verteidigungssystem fertig sind, ne? Das dauert ewig. Ne, natürlich reicht der Platz nicht. Wir spielen Factorio.
So. Ja, Steine gehen immer. Ich finde, diese Steinbrocken, die lohnen sich tatsächlich abzubauen. Wobei ich, ja, eigentlich nicht, aber man hat auf jeden Fall danach was in der Hand, nämlich Stein zum Beispiel. Gut, schnappen wir uns mal die Karre und holen nochmal einen Schwung Türme, beziehungsweise legen da nochmal Material nach. Und ich werde jetzt erstmal stumpfen Verteidigungsring ziehen aus den Türmen, weil ich will an das Öl ran. Das ist eigentlich der Schwerpunkt heute. Und ich will damit auch nicht allzu viel Zeit verplempern. Und diese Verteidigungsgeschichte, die bauen wir immer so, ja, Stück für Stück weiter, je nachdem. Aber wenn wir das jetzt komplett machen, dann ja, dauert das wirklich ewig. So, leer? Nicht ganz. Ja, das ist relativ effektiv, das Zeug hier anscheinend, ne? Ja, ist schon wieder voll. Hm, gut. So, bevor wir die Türme... Alter. Die Türme holen, packen wir nochmal eben hier oben in die Öfen ein bisschen Stein rein, was wir gerade gefunden haben. Und wir sehen gerade, unser Steinvorkommen ist bald weg. So. Schaltkreise und Stahl brauchen wir. Stahl haben wir da oben, Schaltkreise genauso. Dann füllen wir nochmal nach. Und mit den Batterien scheint er recht lange hinzukommen. Das ist schon mal ganz gut. Und dann bauen wir erstmal eine reine Turmverteidigung hier. Das ist auch schon wieder aufwendig genug. Davon ab. Also so ein Nuklearreaktor, ne, der löst Probleme. Das ist echt der Hammer. Finde ich gut. Mm, jo. Was genau fehlt da drüben alles? Auf jeden Fall Beton. Beton können wir auf jeden Fall nochmal eben vorbeibringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da wird aber auf jeden Fall noch mehr fehlen, oder nicht? Gehe ich mal von aus. Ich denke mal, die Berechnung, die haut wieder nicht so ganz hin. Aber egal. Das füllen wir so nach und nach immer so ein bisschen auf. Und dann soll das laufen. Wie gesagt, der Wald hier, der verschwindet nachher sowieso. Aber noch nicht. Aha. Also Mauern. Habe ich gerade nicht so viele dabei. Ja, und die Türme machen wir später. Wir lassen mal jetzt diesen Bereich hier unten rum frei. Und wo sind denn die... Dass er die immer woanders hinschmeißt. Strom folgt in Kürze. Wir gehen mal eben runter. Richtung, ja, Blueprint-Vorlagen-Gedöns, Richtung Reaktor. Ja, verdammt, wieder so ein Wald. Dann, warte mal, warte. Dann lassen wir den Turm hier mal weg. Genau, dass wir den Reaktor immerhin mit drinne haben. Und dann werden wir... hier stumpfen Cut machen. Hier einfach längs. Hier kommt noch einer hin oder so, weil den Kram hier unten, da lege ich keinen Wert mehr drauf. Ja, wir gehen dann hier hoch. Hier rum. Und dann sollten wir hier vielleicht einen Bogen machen, weil ich möchte die noch nicht angreifen. Und dann machen wir den Laden hier oben hoffentlich irgendwie zu. Und dann, wenn wir dann hier hinten angekommen sind, dann können wir die Kollegen hier wegmachen. Und dann haben wir in unserem Bereich auf jeden Fall schon mal niemanden mehr, der uns nervt. Na, das wird auch fast so langsam. Mehr oder weniger. Ja. Ja, und Strom dürfen wir natürlich nicht vergessen, da längs zu legen. Aber das machen wir noch. Ansonsten Brennstoffzellen technisch, ja, easy. 137 sind da noch drin und oben ein paar weniger, ne? 42, okay, interessant. 82. Da haben wir wohl was durcheinander bekommen, aber okay. Wie viel haben wir jetzt eigentlich noch hier an Eisen? 30.000. Das ist bald weg. Ansonsten, da wir es gerade nötig haben,
werden wir den Kram hier mal ein bisschen ausbauen. Also keine Geschwindigkeitsmodule, sondern wir machen das einfach noch ein bisschen größer, das Ganze. Dumm platziert. Ja, siehst du, machen wir das so. Haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Schade. Na, ich mache jetzt aber einzelne Zuführungskisten dahin. Weil sonst brauchen wir noch ein Förderband. Und wir holen mal nebenbei noch ein bisschen Material dafür. Das wird auf jeden Fall den Eisenverbrauch massiv steigern. Auch eigentlich könnten wir auch von hier was wegleiten, aber ich möchte das nicht dauerhaft hier betreiben. So, Greifärmer haben wir schon ein paar da, dann machen wir hier noch einen hin, da noch einen hin. Und natürlich nach unten raus, da brauchen wir noch einen Strommast. Oh, und ein Förderband. Yep. Uch. Ja, würde sagen, wir füllen das Ding erstmal mit Stahl auf. Haben wir gerade zufälligerweise am dichtesten dran. Und dann brauchen wir von unten auf jeden Fall noch einen Haufen Batterien. Und ich denke mal, dass wir jetzt so langsam mal gucken müssen, dass wir irgendwo Batterien herkriegen. Okay, können wir vergessen, weil ohne Öl wird das nichts. Dann bauen wir halt so weit, wie wir kommen. Und sobald wir wieder Öl haben, gucken wir, dass wir den Kram dann nachziehen. So, jetzt haben wir Schaltkreise. Und danach, wie gesagt, die Batterien. Ich meine, die grünen Schaltkreise sind ja kein Problem an sich. Ja, das ist ja easy going. Kupfer, Eisen, fertig. Aber ab da wird es dann halt ein bisschen blöd. Aber warte. Wir machen voll. Also die Produktion ist schon geil. Also da kommt dauerhaft was nach. Fast lückenlos, ey. Ja, fast. Liegt aber auch daran, dass die Förderbänder noch einigermaßen voll sind, glaube ich, oder? Nee, die Produktion ist einfach geil. Gut. Gut, nächstes Ding. Batterien. Habe ich es da gelassen, ne? War ja klar. Okay, dann laufen wir eben runter. Wie gesagt, ich kann mir das sowieso nicht merken, wo das Auto gerade steht. Oder ich kann mir auch nicht merken, das Ding einzupacken. Aber ist egal. Der Vorteil ist, dass wir beim Laufen vielleicht hier und da noch ein paar Sachen entdecken, die eventuell leer laufen. So wie dieser Erzförderer hier zum Beispiel. Hätte ich beim Autofahren zum Beispiel nicht gesehen. Jo. Das sind die letzten. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und dann schauen wir mal. Wenn man einen Teil mit Shift setzt, wird es zu einer Vorlage. Okay, interessant. Ja gut, aber man setzt ja generell nur so einzelne Objekte. Inwieweit das dann Sinn macht? Muss ich mir gleich mal angucken. Warte mal. Ach, so meinst du das. Jetzt verstehe ich das. Ja. Okay, cool. Da könnte man quasi an den Blueprints nachträglich noch was dazuschmeißen. Und die Bauroboter würden es dann bauen, im Prinzip. Ja, okay, cool. Warum nicht, ne? Ich dachte gerade, da wird dann ein Blueprint draus. Deswegen dachte ich so, das ist irgendwie sinnlos. Aber nee, so macht das schon irgendwo Sinn, ja. So, jetzt fehlt hier noch ein Greif am See gerade. Und dann kann das Tower-Defense-Spiel beginnen. Ich hole noch mal ein paar grüne Schaltkreise. Ja.
dann lassen wir die Gerätschaften hier erstmal machen. Ja, ich sag mal so, mal eben schnell so ein Verteidigungssystem aufzubauen, das ist halt nicht gemacht, ne? Das ist, glaube ich, klar. Vor allem, wenn das auch einigermaßen nach ein bisschen was aussehen soll. Ich meine, das ist immer noch relativ klein dimensioniert. Aber ich will auch keine ultra fette Mauer da haben, ehrlich gesagt. Ne, so wie das da ist, ist schon okay. So, wenn wir hier die Schaltkreise drin haben, machen wir ein kleines Päuschen. Die erste Stunde ist ja schon wieder rum, ey. Das ist immer der Hammer bei Factorio, ey. Alter Falter. Vorteil daran ist der, wir können die Kollegen hier mal eben ein bisschen durchbauen lassen. Wir haben schon wieder 27 Geschütztürme, so muss es sein. Und dann gucken wir mal, dass wir danach der Pause vielleicht noch ein paar mehr rausziehen. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir unsere 5 bis 7 Minütchen und danach gibt es noch eine kleine Turmbauaktion. In dem Sinne, bis gleich.